Bücher sind nach Gutscheinen die beliebtesten Weihnachtsgeschenke der Tirolerinnen und Tiroler. Insgesamt gibt es 108 Buchgeschäfte in Tirol, viele davon familiengeführte Traditionsbetriebe, wie etwa die Buchhandlung Aarmütter in Rattenberg. Geschäftsführerin Sonja Altenburger weiß, was die Kunden an den heimischen Händlern schätzen. Die Kunden kommen zu uns, weil sie bei uns die persönliche Beratung haben. Wir schauen also, dass wir Zeit haben für jeden und individuell auf die Wünsche eingehen. Es ist immer jemand da, es gibt natürlich auch Kunden, die wollen selber ein bisschen durchschauen, aber es ist immer jemand da, der für Anfragen da ist und wir helfen dem Kunden gerne weiter. Neben der persönlichen Beratung können die Tiroler Buchhändler aber auch mit weiteren Vorzügen überzeugen. Die Leute sollen in die Buchhandlung gehen, weil es ein Ort der Begegnung ist, weil man jede Menge, sage ich, Abenteuer entdecken kann, Erzählungen und Geschichten entdecken kann. Wir Buchhändler im stationären Handel bieten vor allem den Vorteil, dass wir sehr viel andere Dinge, Serviceleistungen bieten, sei es Lesungen, Veranstaltungen, lange Nächte, wo Kunden an sich in der Buchhandlung die Zeit verbringen können außerhalb der Öffnungszeiten. Trotz aller Vorzüge setzt der grenzüberschreitende Onlinehandel den heimischen Betrieben merklich zu. Und das, obwohl dadurch Arbeitsplätze und damit Einkommen und Wohlstand aus Tiroler Sicht verloren gehen. Man weiß, dass rund 4,5 Milliarden Euro vom österreichischen Handel Richtung Ausland ins Internet abwandern, zu den großen Konzernen. Das bedeutet, dass natürlich auch die Kaufkraft abwandert, dass die Steuern abwandern und dass der Händler vor Ort weniger Möglichkeit hat, Arbeitsplätze zu schaffen und Lehrlinge auszubilden. Mit 4,5 Milliarden Euro könnte man, wenn ich jetzt den durchschnittlichen Lohn hernehme, rund 150.000 Mitarbeiter im Handel anstellen, dreimal so viel wie derzeit in Tirol arbeiten. Die Annahme, dass online alles günstiger ist als im stationären Handel, erweist sich übrigens als Irrglaube. Der große Vorteil ist, dass der Preis ja gebunden ist. Das heißt, es gibt diesen gebundenen Ladenpreis. Das Buch kostet überall gleich viel, ist auch auf den meisten Büchern hinten aufgedruckt. Und das hat für den Kunden auch den Vorteil, dass er sicher gehen kann, er kauft es überall gleich günstig. Im Fachhandel kommt der Versand nie dazu. Das hat er bei dem Online-Versender im Gegensatz natürlich schon oft, dass er das Porto mitbezahlt. Auch bei der Lieferzeit können die Online-Händler nur selten mit den heimischen Händlern mithalten. Die Buchhändler bestellen täglich und sind sehr gut verknüpft. Auch der Transport funktioniert in der Nacht. Das heißt, wenn Sie das Buch bis heute um 11 bei uns bestellen, haben Sie es nächsten Tag um 7:30 in der Früh. Da sparen wir nämlich auf. Und sobald wir es ausgepackt haben, hat der Kunde sein Buch. Bei den Kunden genießen stationäre Buchhandlungen weiterhin großes Vertrauen. Erstens mal habe ich was, wo hingehen kann, oder? Und es sind die Arbeitsplätze da, oder? Ich meine, ich bin auch abhängig von den Arbeitsplätzen da, oder? Und ich mag dieses, ich kenne diese Sache von Amazon, habe ich halt gehört, dass sie schlecht mit ihren Mitarbeitern umgehen. Das mag ich eigentlich nicht so, oder? Ich weiß auch nicht, ich vertraue lieber Leuten, denen ich das Geld direkt gebe. Also das finde ich generell über Online-Kauf. Also Kauf. Ich kaufe es lieber im Laden, wenn ich face-to-face mit einer Person reden kann und mich beraten lassen kann. Weil für mich ein Buch was. Weiß nicht, das hat da irgendeinen Flair und das kann keine Online-Plattform bieten. Die Wirtschaftskammer Tirol leistet mit der Kampagne Ja zu Tirol aktuell einen Beitrag zur Bewusstseinsbildung der Konsumenten. Ziel ist es, die Kaufkraft im Land zu behalten und somit nachhaltig Arbeitsplätze, die soziale Absicherung und den Wohlstand Tirols zu sichern. Die Aussichten in der Branche sind durchwegs positiv. Im Prinzip ist heuer das erste Jahr, wo der Internetbuchhandel eher rückläufig sich entwickelt und der stationäre Handel wieder Umsätze dazugewinnen kann. Doch sehr deutlich die Entwicklung, was für mich dazu oder für mich spricht, dass die Leute sensibilisiert sind, dass sie eben sagen, sie kaufen bewusst vor Ort ein, sie fördern bewusst den Handel vor Ort eben und sie genießen halt doch das Erlebnis, in der Buchhandlung einzukaufen. Und so werden den Tirolerinnen und Tirolern ihre heimischen Buchhandlungen noch lange erhalten bleiben.